Moin, moin, liebe Hörer. Wir öffnen heute das nächste Türchen unseres 2 aus 11 Adventskalenders für euch. Viel Spaß! Jingle Bells, Jingle Bells. Genau. Jens, Heiligabend. Heiligabend, der 24. Türchen. Ich zieh, du rätst. Ja, gestern hast du ja gezogen. Stimmt. Diesen unsäglichen Wollwund, ich habe geraten. Ach ja. Ziehe ich die letzte Karte für dieses Jahr. Dann ist unser Adventskalender auch geschlossen. Yes. Hört das auf, hier in der Kälte rumzusitzen. Das machen wir so gerne für euch. So, dann will ich mal raten. Also. Entschuldigung. Dann rat mal. Ja, wir können jetzt sagen, mal gucken, was uns die Katze vor die Tür gelegt hat. So hast du übrigens irgendwann mal den Podcast angefangen. Ja. Der Kurt-Krömer-Spruch, der hat jetzt aufgehört. Der hat jetzt aufgehört, ne? Ja. Der hatte keinen Bock mehr. Sein Bedarf an Arschlöchern sei gedeckt, hat er gesagt. Finde ich gut, hätte von mir kommen können, der Spruch. Ja, ich habe es mir angeguckt, komplett. Ja, zweimal sogar. Um das mal nachvollziehen zu können. Naja, wollen wir mal gucken. Also, ich muss raten, mal gucken, ob es ein Highlight ist. Vielleicht haben wir auch irgendwie einen Zonk, keine Ahnung. Also, fangen wir mal wieder an. Haben wir ein europäisches Auto? Ja. Okay. Ein deutsches Auto? Nein. Franzose? Nein. Engländer? Nein. Italiener? Ja. Italiener, okay. Lancia? Nein. Alfa? Nein. Fiat? Ja. Okay. Von wann ist denn das Quartett? Das ist schon wieder so ein Ende 90er Jahre. Ne? Ja, okay. 90er Jahre Quartett. Okay, Fiat. Panda? Nein. Okay, ein Uno wird es auch nicht mehr sein, weil den hatten wir schon. Den hätten wir aussortiert, weil wenn wir zweimal ein Auto ziehen, sortieren wir es aus. Was gab es denn damals noch? Ein Chroma V6 gab es. Ist aber nicht. Weiß nicht, ob es den damals noch gab. Okay, ist es nicht. Ist es ein Viertürer? Ja, auf jeden Fall. Oder ein Fünftürer? Ne, Fünftürer hat hinten eine Heckklappe. Okay, also ein Kombi. Ja, sowas in der Art. Ich glaube, ich weiß was. Das ist der einzige Fiat, den du mit 3 Sitzen vorne bestellen konntest in den Jahren. Oder mit einer Kühlbox. Genau. Es ist ein, oh, wie ist das? Das ist ein cooles Highlight. Das ist ein cooles, also ein geiles Auto für den 24. Ein Fiat Multipla. Ja. Ach ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, also übrigens, ich weiß noch, wie wir, glaube ich, in einer der allerersten Folgen hast du mal gesagt, dass du den Fiat Multipla ganz cool findest. Ja. Vor 2 Jahren gab es immer noch mal einen, der auftaucht. Heute ist es so, es taucht bestimmt auch immer noch mal einer auf, aber es gibt schon genug, die danach suchen. Das Auto ist Kult. Das Problem ist, Kult. Wenn du in Mobile oder so guckst, dann kommen einige Treffer. Das sind zu 90% in Italien stehende Facelift-Autos, wo hinterher die Front anders war. Mhm. Aber so ein Ur-Multipla, so wie auf dem Bild, findest du nicht. Ja, gut. Weil das Problem ist, findest du nicht in der Qualität, wie man ihn gerne hätte. Nee, weißt du? Das hängt aber auch damit zusammen, dass natürlich die Qualität auch neu nicht die allerbeste war. Aber die waren nicht schlecht, aber die Dinger halten auch. Die sind alle 200.000 gelaufen, die du im Netz findest dann. Ja, weißt du? So. Ja. So. Ja, es ist trotzdem immer noch schwarz mit roten Sitzen, das wäre die Traumkombination. Ja, und mit Kühlbox. Ne? Ja, gut, nochmal, also Design brauchen wir nicht drüber sprechen. Dass das ein besonderes Design ist, mag ja noch sein. Das ist gutes Hübsch. Design, es ist gutes Design. Okay, da bin ich nicht Design. Bei dir. Bin ich Doch. Überhaupt nicht? Nee. Nee. Wenn ich diese kathedralenartig hohen Scheiben hinten sehe und diese Wulst und so, also richtig warm werde ich damit nicht. Das ist ein mega geiles Auto. Aber was war denn damals überhaupt, weil hier steht Fiat Multipla B-Power. Mit Gas. Der konnte Gas, ne? Ja. B-Power war mit Gas auch. Ja, okay. 103 PS, naja, 170 km/h. Also war jetzt irgendwie so ein Auto, mit dem man natürlich auch ganz gut mal reisen konnte. Ne? Ja, ja. Gab es ja auch diese JTD-Motoren, diesen Dieselmotor. Ja. Das ist ein Direkteinspritzer. Ja. Wer hat es erfunden? Alpha. Genau. Ja, haben wir schon drüber gesprochen. Genau. Ja, und ich habe es mir gemerkt. Alpha hat es erfunden und Bosch hat es weiterentwickelt, glaube ich, oder die Lizenz gekauft oder whatever. Meine Lizenz ist jetzt. Irgendwie müssen noch Geschenke unter den Baum.
Okay. Das war das 24 Türchen. Der Naschteller hast du bestimmt schon 8-mal nachgefüllt. Nee, den habe ich schon 8-mal aufgegessen. Den Naschteller. Es hat riesen Spaß gemacht, wieder mit dir das hier durchzuziehen. Diese prima, das freut Türchen. Mich. Das freut mich. Und nächstes Jahr gibt es nicht mehr. Ist zu kalt. Tschüss. Das können wir schon mal ankündigen. Macht's gut. Ciao, tschüss. Liebe Hörer, uns würde interessieren, ob euch der Adventskalender genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Deshalb hinterlasst gerne eine Bewertung dort, wo ihr unseren Podcast hört, oder schreibt uns bei Facebook oder Instagram. Wir freuen uns über euer Feedback. Wir wünschen euch schöne Weihnachten, habt ein paar ruhige Tage und schaltet wieder ein, wenn es heißt 2 aus 11, der Tiefgaragentalk. Oh, I can't wait to see those faces. Christmas.